Overwatch, schaut mal, ein Team, das Smokes schmeißt. Warte mal, ist das überhaupt ein Cheater? Sind wir da richtig? Ich bin gerade echt verwirrt. Also die haben gerade alle, ich glaube, die haben gerade recht mittelmäßig gut gesmoked. Guck mal auf die Aufstellung. Das sieht nach einem ganz normalen... Warte mal kurz. Okay. Ich meine, die CTs machen, spielen gerade halt nicht so gut, kriegen ziemlich einen reingewirkt, aber das könnte jetzt wirklich spannend werden. Ja, willkommen. Vielleicht ist es ja gerade ein kleines Weihnachtsgeschenk an uns. Ein Fall, der nicht so extrem obvious ist. Alter Falter hat er gerade links nach daneben geschossen, wo er eigentlich hingeschossen hat. Der Schuss sah komplett woanders hingeschossen aus. Ich bin gespannt. Naja, ja, ein drittes Mal willkommen und einen frohen vierten Advent an euch alle. Schön, dass ihr da seid, an alle, die eben jetzt eingeschaltet haben. Herrlich. Ich hoffe, ihr seid mit euren Liebsten zusammen oder mit der Familie, mit Freunden, mit eurer Katze, wie auch immer, wie man es eben gerne hat. Und ihr seid alle schön am Feiern, beziehungsweise zumindest am Chillen. Ich bin es ganz sicher. Ich muss gleich noch den Baum schmücken. Oder beziehungsweise mein Girl ist gerade noch bei ihrer Mutter, weil wenn sie wieder heimkommt, werden wir den Baum zusammen schmücken. Ich bin immer der Lichterkettenmann und sie macht den ganzen Rest. Da wir aber unsere Kuddel haben, die kleine Katze, ist es dieses Jahr wahrscheinlich eh schwierig. Mal gucken, ob wir überhaupt was dranhängen. Also meine Freundin ist halt voll wahnsinnig mit ihren Weihnachtsbaumkugeln. Also sie sammelt die richtig, hat keine Ahnung wie viele. Alles natürlich Glas und hin und her. Und ja, wenn die Katze das runterschmeißt, müssen wir es halt umbringen, das ist klar. Naja, mal schauen, vielleicht hängen wir nur so diese Holzdinger, diese Holzsternchen auf, diese Strohsachen, wisst ihr? Mal gucken. Im letzten Fall habe ich Vision Assist gedrückt und es gibt jetzt übrigens dann jetzt die kommenden paar Tage wieder ein neues YouTube Giveaway. Und zwar gibt es diesmal eine Neo Noir USPS. Ja? Letztes Mal gab es ja die Kill Confirmed. Übrigens alles von Skin Baron. Vielen, vielen Dank an Skin Baron. Euer Partner, wenn ihr Skins kaufen und verkaufen wollt, Link ist in der Beschreibung. Dieses Mal für diesen, ja, sie haben uns jetzt für Weihnachten praktisch eine USPS Neo Noir rausgehauen und eine USPS Kill Confirmed. Die, Alter, wie cool das Dingfeuer aussah vorne, das Mündungsfeuer. Naja, die Kill Confirmed, die gab, also eine Kill Confirmed gab es ja jetzt vor kurzem auf YouTube. Es gibt jetzt die nächste dann auf Twitch. Und die Neo Noir dann auf YouTube, als YouTube-Giveaway. Das werde ich dann gucken, dass ich die Tage fertig mache und für euch raushau. Hocke ich gerade irgendwie am Abschnitt hier von der Kamera? Alter, what the fuck? Warte mal. Ja, das gucke ich, dass ich es fertig mache. Jetzt diese Weihnachtszeit ist halt sehr, sehr vollgeschissen mit Terminen. Das wissen wir alle. Und streammäßig habe ich vorgestern im Stream schon gesagt, dass ich wahrscheinlich die kommende Woche nicht streamen kann. Oder nur random. Also normalerweise streamen wir ja jeden Dienstag und jeden Donnerstag um 18 Uhr und jeden Freitag um 22 Uhr. Dienstag ist wahrscheinlich so gut wie unmöglich. Donnerstag höchstwahrscheinlich auch, Freitag geht vielleicht. Mal gucken. Wenn nicht, werde ich schauen, dass ich einfach mal so streame, so neben der Zeit. Da haue ich dann diesbezüglich eine Benachrichtigung raus auf Twitter, auf Steam. Also am besten, also zumindest Twitter im Auge behalten und Steam im Auge behalten. Also die Steam-Gruppe, die Dumbabla. Da einfach Mitglied sein, dann seht ihr ja, wenn irgendwas ist. Ja, soweit so gut. Giveaway habe ich gesagt. Fall ist ziemlich. Letzter Fall habe ich Vision gedrückt, habe ich euch auch erzählt, ne? Ich habe jetzt heute 3 Overwatches gemacht. Ich wollte eigentlich 3 Aufnahmen machen, aber die ersten 2 waren wirklich so scheiße. Es waren zwar keine Spinbotter, aber es waren irgendwie. Es hat mir nicht gefallen. Immer auf Mirage übrigens, schon wieder Mirage. Naja, aber die ersten beiden habe ich verloren. Aber das muss jetzt klappen. Also egal, was jetzt hier dann auch passiert, das hier muss jetzt werden. Was meint ihr so an der Stelle? Versucht er was zu hiden? Auch gerade durch diese spezielle Aktion. Ich gehe mal nah da vorbei, guck gerade außen. Oh, da ist ja eine. Was meint ihr? Wie würdet ihr das sehen? Ich habe vorhin in dem anderen Video habe ich noch gesagt, dass es ja selbst bei einem obvious Fall mittelmäßig spannend für uns sein kann, zu gucken, was er möglicherweise noch so anhat. Ja, also wenn jetzt zum Beispiel jemand mit Vision rumrennt, so wie im letzten Fall, dann, also einfach nur hinsichtlich der Spannung des Falls, kann man da immerhin noch gucken, ob er nicht vielleicht halt auch noch Aim anhat, beziehungsweise Bunnyhop. Gerade bei Aim und Vision, diese zwei, die stehen ja so in Korrelation, ja, wenn mit einem gewissen Anteil an Vision kann man eben auch einen Aimer praktisch ausgleichen, beziehungsweise es sieht dann so aus, als hätte jemand Aim Assist dabei, nutzt er nur sehr gut seinen Vision Assist und so weiter. Und umgekehrt kann das auch funktionieren, wir hatten ja schon Leute, die mit ihrem Aimer immer wieder durch die Wand angepeilt haben, wo die Gegner stehen, um zu wissen, wo sie sind, ohne Vision zu haben. Das ist, oh, guck mal, Sven ist sogar eingerissen hier. Sehe ich das richtig? Der ist auf Ding, der ist hinten, du Grasdackel. Weißt du, er schaut auf sein Mate, was ist los? Boah, die Wand komplett zugeballert. Ja, die Overwatches sind wohl auch nach wie vor für euch direkt nach dem Podcast der Content, den ihr am liebsten schaut. Darum werde ich jetzt gucken,
dass ich in dieser extrem vollgestopften Zeit, also speziell nächste Woche, wenn ich überhaupt keine Zeit habe, irgendwas zu machen, werde ich einfach in Overwatch machen. Ich denke, damit sind die meisten einverstanden bzw. zufrieden. Nicht nur, weil es eben auch unterhaltungstechnisch scheinbar an euch rangeht. Man sieht es halt an den Aufrufen, an den Likes. Vielen Dank auch dafür, die ganzen Likes, ne? Und auch an den Kommentaren. Man merkt, dass ihr da immer schön mit am Start seid, mitgrübelt. Das ist schon mal ein großer Pluspunkt für Overwatch. Und natürlich auch diese zwei Fakte, dass man A, der Community unter die Arme greift und B, im Moment ja auch WackNet unterstützt. Also von daher hat das, glaube ich, ausschließlich positive Effekte. Ich bin echt gespannt, was ihr hier sagt zu diesem Fall. Der hat eben geschossen, ne, der bei City. Ja. Also nur, um das nochmal kurz unterstützend zu sagen, warum er da vielleicht gerade hingeaimt hat. Der hat in dem Moment auch geballert. Wir schauen mal, was passiert. Wo er sich jetzt hinstellt, wie er sich jetzt hinstellt. Die Mates stehen auf A, der eine steht auf A. Wir müssen doch immer daran denken, dass ja auch die Kollegen die Gegner anzeigen lassen können auf der Karte. Ja. Und ich möchte einfach nochmal kurz darauf hinweisen, dass sie am Anfang wirklich gesmoked haben. Also sie haben alle gesmoked. Ja. Ich habe jetzt die anderen Plays, habe ich nicht mehr so im Auge gehabt, aber die haben ein Play gemacht. Das kenne ich, ich weiß nicht, ob ich jemals in einem Overwatch wirklich eine richtige Anspielung von einem Spot gesehen habe. Meistens ist es nur, jemand rennt rein und nudelt halt rum, wenn er am Hexen ist. Oder alle rennen halt irgendwie und man schaut, was passiert. Deshalb könnte sogar ein kleiner, guck mal, das könnte ein Split werden, wo er halt eben hier schön anfaked auf A und der Rest dann auf B durchballert. Also es könnte tatsächlich ein auch mit Absprache sein zumindest. Ich möchte nicht sagen, dass das jetzt irgendwie ein Team ist oder sowas. Aber es könnte sein, dass sich die Boys sogar absprechen. Wir sehen halt keine Namen, keine Clan-Tags und so weiter. Aber es könnte, was ich im Endeffekt damit sagen möchte, ein etwas höherer Rang sein, als wir sonst gewohnt sind. Wobei man dann natürlich auch wiederum auf Crosshair-Placement und Co. gucken muss. Was macht dann jetzt? Was macht dann jetzt? Ich meine, er hat die Leute da drin gehört, die haben da rumgeschossen. Naja gut, ich sag jetzt erstmal nichts. Das ist auch A, Bombe ist down auf B. Aber sie sind dennoch arg am Führen, ne? Also 11-1 ist wirklich hairy. Wir schauen nochmal kurz nach dem Set. So, wo ist er denn, der Suspect? Okay, er steht dann doch recht weit vorne. Mit 28-3. 67 Punkte. Muss man mal schauen, was so passiert. Es gibt ja immer so einen Mindestabstand an Kills vom... Also, Bär und ich hatten letztens drüber geschwätzt im Wingman. Weil wir zwei, drei Spiele hatten, wo einer halt irgendwie an die 20 Kills hatten, der andere zwei. Und wir dann gesagt haben, alter Falter, was ist denn da los? Es gibt so einen Mindestabstand, der in Ordnung ist. Also im Matchmaking sind es halt fünf Leute, da misst man dann meistens entweder vom ersten und zum zweiten oder vom ersten bis zum letzten. Und ich würde sagen, vom ersten bis zum letzten ist vielleicht ein Killunterschied, ein reiner Killunterschied von 10 bis 15 Gang und Gäbe, vielleicht auch mal 20. Ist auch noch in Ordnung, ne? Fällt noch in den normalen Rahmen, dass der erste einfach 20 Kills mehr hat als der letzte. Aber ja, hier ist doch schon ganz schön arg viel mehr drüber. Mal gucken. Also nicht, dass man daran irgendwas detecten kann, also von wegen Hex oder Smurfs oder Boost Lobby oder irgendwas. Aber das wirkt halt direkt merkwürdig, wenn es so einen riesen Unterschied hat. Wenn Barrel und ich Wingman spielen. Ihr habt jetzt ja auch letztens die Spiele gesehen. Alter Falter, war das geplant, der Sprung? Wir haben ja letztens, ihr habt ja das Wingman-Video gesehen, denke ich, die meisten. Da haben wir maximal einen Unterschied von vielleicht 5 oder 10. Also Wingman ist auch nochmal anders, weil es da insgesamt weniger Kills gibt. Also die man insgesamt überhaupt machen kann. Ja, was sagt ihr? Was macht ihr? Was meint ihr mit dem oder was? Ich bin gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Ich werde auch wieder natürlich eine Abstimmung machen. Viele von euch nutzen die Abstimmung, das freut mich sehr. Da habe ich auch nochmal eine direktere Übersicht. Oh, die haben jetzt mittlerweile auch einen Spot. Okay, die Gegner. Ja, da kann ich so mit einem Blick schon mal gucken, was ihr so gemeint habt. Aber ihr wisst ja, ich arbeite auch alle Kommentare durch, also antworte auf jeden Kommentar, lese logischerweise auch jeden Kommentar und weiß auch daher natürlich, was ihr so vorgeschlagen habt. Aha, weihnachtlich. Aber über die Abstimmung ist auch schon mal nicht schlecht, um den ersten Eindruck zu gewinnen. Ich habe hier so einen roten Kasten um mich. Das seht ihr nicht in der Aufnahme, aber ich denke die ganze Zeit, ich hocke falsch drin. Ne? Nach dem Kasten müsste ich hier sitzen, damit ich in der Mitte bin. Aber das ist was anderes. Ah, das ist diese Maske, die man sich übers Gesicht legen kann. Das ist da gerade angeklickt. Okay, Leute, vielen, vielen Dank für alles. Hammermäßig, krasser Schüssel und wir wollen nicht über die 10 Minuten kommen. Also macht's gut, bis zum nächsten Mal. Danke für alles. Muah!